Die Panzer blieben in der Kaserne. Aufsehen erregten die Soldaten auf dem Tramplatz stattdessen mit Fackeln. Nach fast 60 Jahren am Standort Hannover wurde am Donnerstagabend die 1. Panzerdivision der Bundeswehr mit einem Zapfenstreich aus der Stadt verabschiedet. Naja, bei 5 Grad Außentemperatur dann 3/4 Stunde stehen, ist eine Bewährung. Aber es war ein sehr würdevolles, es war auch nicht ein übertriebenes Ereignis. Das, was die Bundeswehr verdient hat, das, was die 1. Panzerdivision verdient hat. Rund 500 Ehrengäste und 700 weitere Zuschauer wohnten der Verabschiedung bei. Neuer Sitz des Truppenverbandes wird Oldenburg sein. Für 200 Bundeswehrangehörige und deren Familien heißt das Abschied von Hannover nehmen. Insbesondere Offiziere, in dem Alter, wie ich es nun bin, erinnern sich alleine schon deswegen an Hannover und an die 1., weil wir hier eine der ersten Stationen durchlaufen haben in unserer Laufbahn und deswegen mit der Offizierschule des Heeres, damals in der Emich-Combré-Kaserne und auch den Truppenteilen der 1. Panzerdivision bei verschiedenen Übungen in Berührung gekommen sind. Als Erinnerung überreichte Oberbürgermeister Schostock Generalmajor Langenegger eine Miniaturnachbildung der Kröpke-Uhr. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen gab der Panzerdivision die besten Wünsche mit auf den Weg. Jetzt lassen wir sie ziehen, unsere erste. Die Oldenburger werden sich freuen. Ich habe gehört, dass einige heute Abend hier auch sind. Uns ist das Herz schwer, glauben Sie uns das? Aber natürlich wünschen wir Ihnen und ich wünsche Ihnen an Ihrem neuen Dienstort in Oldenburg und bei allen Ihren Einsätzen Soldatenglück, Gottes Segen und bleiben Sie behütet. Mit Verlegung der Panzerdivision wird die Emich-Kaserne frei. Sie könnte künftig von den Feldjägern genutzt werden. Seitens der Stadt sei dort aber auch eine Unterbringung von Flüchtlingen denkbar.